Ihr seid noch da? Ja. Ja. Beruhigend. Okay, Server steht. Ja. Und... Stirb! Aber Blutlachen hinterlässt trotzdem an der Wand, wenn man auch erschießt. Ui, schöner Klecks. Also ich muss sagen, dein Skin ist schon irgendwie nett. Vor allem die Farbe. Ja, und du siehst aus wie so ein Badass, Santa. Bin ich ja wohl auch, oder? Auf ins Gefecht. So. Auf ein neues. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Skelette müssen ja jetzt mit der Minigun wieder zu besiegen sein, theoretisch. Auch wenn sie ganz schön was aushalten. Aber ist schon gelb. Ja. Ja. Gut, wir schießen auch zu dritt drauf, ne? Und da kommen schon die nächsten. Ich probier's mal mit der Kanone. Wenn ich jetzt noch treffen würde, wird's wahrscheinlich helfen. Nö, hilft auch nicht. Ihr kümmert euch um die Skelette, ich kümmere mich um die komischen Schießviecher. Ja, es ist leichter gesagt als getan. Ich weiß. Aber ich wollte es mal gesagt haben. Verdammt, ja. Santa ist tot, oh nein, Santa! Nein! Wir haben Santa getötet, ihr Schweine! Ich hab ihn schon im gelben Bereich! Und ich bin tot. Nein, keine Muni mehr. Blöden Skelette. Wo bin ich? Warum bin ich? Deshalb. Wieso bin ich? Jetzt habe ich eure Schnauze rund, wenn euch hier Skelette hier geht ein bisschen auf den Keks. Wofür steht eigentlich das K1 in deinem Namen, Mr. Mario K. One? Oh Gott, lange Geschichte. Ja, dann erzähl mal. Ja, also, als ich mich bei YouTube angemeldet habe, war ich halt gerade so richtig im Mario Kart Wii-Fieber. Und ich wollte mich halt ganz kreativ Mario Kart Wii nennen. Und dann hat mir halt YouTube Mr. Mario K. One vorgeschlagen, da das ziemlich der beste Name war, mit Abstand, habe ich halt den einfach genommen. Ach so, also es ging also nur darum, dass der Name nicht verfügbar war. Ja. Naja, okay. Jetzt weiß ich auch, wofür das K steht, hätte man sich an sich denken können. Ja, eigentlich schon. Ja, aber denken ist Glückssache. Ne? Und dadurch, dass es jetzt auf Englisch ausgesprochen wird, klingt es eigentlich noch ganz cool. Gut, da haben wir alle was gelernt heute wieder. Vor allem ich. Ja. Hat sich der Abend lohnt, da war jetzt schon pädagogisch wertvoll. Ja, total. In einem Spiel, wo man rumrennt und Skelette zerreißt mit Kanonenkugeln. Sowas sollte in die Schule in der Schule gelernt werden. Ja, genau. Das wäre doch eigentlich insgesamt auch viel unterhaltsamer, wenn Leute Blumen blüten würden. Ah, Chemie macht alles. Ja. Ich glaube, das könnte aber noch ein bisschen dauern, bis man das hinkriegt. Und ich weiß auch nicht, wer an sowas forschen sollte. Nein, Interesse hätte ich schon dran. Dann lieber Totenköpfe oder so. Totenköpfe bluten, ja, warum nicht? Ja. Betrifft dich schmerzhaft, wenn so richtig ein richtig großer Totenschädel aus einer kleinen Wunde kommt. Gelegentlich auf die grünen oben? Gelegentlich, wenn Zeit ist. Nein. Okay. Weil ich kann im Moment gar nicht auf sie losgehen, weil ich irgendwie nur noch mit Skeletten am Rumkämpfen bin. Traurig. Ja. Aber ich lass sie mal zu euch laufen. Ja, ich helfe dir mal, Santa.
Gut, dann, dann kümmere ich mich mal um den Grünen. Wenn ich ihn noch ziehen könnte, wäre das echt eine super Sache. Ich sollte mich dabei nicht selber töten. Ich bin zu dumm, die Viecher zu treffen. Au. Das Gefühl kenne ich. Ich brauche Munition. Verdammt, er hat die gerade eingesammelt. Sorry. Nein, brauch selber. Schön, wie mich gerade die Skelette komplett umkreist haben, sodass ich überhaupt nicht mehr raus konnte, ne? Mir auch schon passiert. Irgendwie kommt mir das vor, als hätte ich das alles hier schon mal gesehen. Na, von wo bloß? Ein Déjà-vu. Es ist interessant, dass ihr viel näher an den grünen Viechern dran sind und die trotzdem auf mich schießen. Ich bin einen halben Kilometer von denen entfernt, aber die schießen auf mich. Du bist der Let's Player. Und woher wissen die das? Ich habe den Server gemacht, das reicht eigentlich schon als Quelle. Ja, ja, schon. Der Admin muss getötet werden. Geht noch weg. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie die das wegstecken. Ich meine, so eine Kanonenkugel, die ist ja schon ein bisschen schwerer. Und die bleiben einfach stehen, ne? Das Ding fliegt auf die zu und kein Effekt. Hartnäckiges Kerl schon halt. Ja. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, falls Weihnachten dieses Jahr ausfallen sollte, woran es liegt. Es sind da einfach zu oft gestorben. Wir können ja ein Weihnachtsspecial machen, wo wir alle drei sind. Das... oh Gott. Serious Sam Weihnachtsspecial. Wir laufen alle als Weihnachtsmänner rum. Und vergleichen mit dem längsten Bart. So, ein Grüner ist schon auf Rot. Ja, die anderen sind alle tot. Ach so, jetzt ist das der letzte, okay? Ja. Und okay, der ist jetzt ja, der ist jetzt auch hin. Yay. Ah, klar. Ich wollte doch Munition. Ups, Entschuldigung. Gibt's mehr Munition! Da ist noch ein Skelett, sagt das? Ja! Ja, bei mir! Danke! Jetzt sind's aber leer. Und die Musik ist neu gestartet. Nimm die Munition! Jetzt kommen die Hamster, ne? Ja. Oh, oder auch nicht. Hä? Wir haben noch eine Welle Skelette. Okay. Großer. Und ja. Oh, gut, den konnte ich nicht sehen, der war irgendwie in meinem Rücken. Er hat sich versteckt hinter mir. Er ist aber schon tot. Wow, das ging schnell. Wie konnte das passieren? Ich habe ein paar Granaten drauf geworfen. Okay. Granaten. Ja. Sind die doch sowas gut? Ah, solange man sich halt mit selber tötet. Also bei den Clear-Skeletten hat das ja im Let's Play auch nicht geklappt, ne? Den Granaten. Ja, eben. Oh. Und bei den Harpien. Das ist so cool, wenn da so eine Horde Harpie fliegt und man schießt eine Granate rein und auf einmal fliegen nur noch die Federn rum. Klatsch! Ja, das ist eigentlich auch was, das müsste man eigentlich unbedingt spielen, das Level, wo die ganzen Harpien planen. Und einfach nur Hippie-Blut anmachen, damit man nicht die ganze Zeit dran kaputt macht. Jetzt sieht man nur noch Federn und Blumen. Ah, klar. Sind ein bisschen ungerecht verteilt von der Anzahl her. Ihr da hinten habt alles und ich hab nur 3-4 Stück. Au, die reicht schon, um mich zu killen.
Ah, stirb doch. War's das? Oder noch zwei Stück oder so? Ich hätte auch noch ein paar bei mir. Okay, jetzt wird die Musik definitiv schneller. Das heißt, Hamster! Ich verstehe immer noch nicht, wie Hering die Dinger als Hamster bezeichnen konnte. Vor allem, die machen ja noch dieses typische Mu-Geräusch. Ein Hamster macht doch nicht Mu! Ich habe auch noch keinen Hamster gesehen, der so große Hörner irgendwo hatte. Es gibt immer ein erstes Mal halt. Juhu! Fliegende Skelette. Das ist normal. Oh, was hat mich gerade getroffen? Ach, die sind vor mir, hinter mir, unter mir, über mir, das gibt's gar nicht. Das sind überall. Und in dir. Also, wir hatten uns drüber unterhalten, ne, Mr. Mario. Also, yeah. Von wegen, ja, ist egal, ob man dem Spiel jetzt gut ist oder nicht, wenn man das richtig macht, dann ist man sowieso dauernd tot und so. Ja, das kann ich jetzt sehr gut bestätigen. Es ist herrlich, also, egal wie gut man in einem Shooter ist, das hier ist einfach nicht mehr zu machen. Nein. Naja. Ich liege in der Luft. Ich hab's drauf. Ich bin tot, aber ich liege in der Luft. Sieht man das irgendwie? Ja, wenn ihr an die Wand geht, wo ich gestorben bin, aber es ist schwer zu sagen, wo die ist. Das ist eine mittlere Wand, so eine Tür. Eine von den mittleren unteren Türen. Ich bin auf der anderen Seite. Ich hab's gesehen, yay. Wie du wegkommst. Egal, ich respawn jetzt mal. Nein, ich wollte noch gar nicht rein. Oh. Hey, irgendwie ist ein Fußball gerade losgegangen, sag ich nicht. Ich habe gerade meinen ersten Werbull getötet. Oi. Au. Nein, mit dem Schwert komme ich hier glaube ich nicht weit. Was für ein Schwert? Oder was das ist am Anfang, die erste Waffe. Ein Messer. Oder ein Messer halt. So ein Messer. Ich sollte in der genannten Raketen schießen. Ja Mensch, eigentlich könntet jemand mal ein Thema vorschlagen, oder? Worüber wir jetzt hier reden oder so? Ja. Keine Ahnung, Grillparty. Ist eine gute Idee. Wenn die Leichen nicht verschwinden würden, würden wir ein super Grillfest machen. Ja. So viel Rindfleisch hatten wir, glaube ich, noch nie. Oder kommt noch mehr? Ey. Juhu, endlich was zu essen. Da ist auch ein bisschen Fleisch an mir dran. Ja, total viel, ne? Ja, wenn du so eine ganze Kuh schaffst. Da muss man kurz mein Mikrofon muten. Immer diese Unterbrechung. Ja, immer diese Eltern. Schlimm sind die. Skandalös. Oder Brüder. Ja, Eltern oder Brüder, was auch immer. Geschwister. Familie. Nein, nichts gegen Familie. Wer das hört jetzt, wenn wir diese unbekannte Person einfach mal grüßen? Weiß ich nicht, können wir ja gerne mal. Also wer auch immer da gerade klein ist, schöne Grüße. Ja, von mir auch. Na okay, kannst dann ja abspielen. Genau. Also irgendwie geht das gerade nicht gut, ne? Ich bin andauernd tot. Oh, ja, was ist das für eine Horde?
Ja, ich bin auch komplett eingekesselt, ich komme hier nicht weg. Ich bin gerade respawned und hab kaum den Boden berührt. Jetzt bin ich schon wieder tot. Okay, die 5 Sekunden Fruchtbarkeit sind vorbei. Und woher kommen die alle? Aus allen Löchern. Das ist so dämlich. Ja, Mensch. So wie du gesagt hast, man berührt hier kaum mehr den Boden, ne? Ja. Und dabei will ich doch nur Munition! Ja, ich auch. Ja, zum Glück hab ich auch genug. Ich bin nicht... Nein! Nein! Komm, bitte! Ich hab's ja... Die Ultimation, ich komm einfach nicht dran! Nein! Das ist der totale Wahnsinn. Ja, ich hab's. Ja, Mensch, und da haben sich die von Capcom gefreut, dass es irgendwie 2006 oder wann auf der PlayStation endlich mal möglich war, mehrere Gegner anzuzeigen. Was? Ich komme jetzt mal hier raus. Es ist eigentlich schade, dass nur Bullen da sind. Es wäre viel witziger, wenn es eine bunte Mischung wäre mit Skeletten, mit Kamikaze. Kamikaze wäre ja mal mega cool, wenn die dabei wäre. Oh Gott. Dann würde andauernd würde entweder in die Luft fliegen oder irgendwas neben euch fliegt in die Luft. Wow, ich bin komplett draußen. Bin ich? Oh. Ah, okay, das war der Teleporter. Ist ja überall draußen, Teleporter. Ich war ja beim letzten Mal im Eingangsbereich gelandet, aber... Sind überall Teleporter verteilt, links und rechts. Ja, Da haben die Programmierer aber mitgedacht. Ja, zum Glück. Ich bin tot. Und ich auch keine Funktion mehr. Juhu, juhu. Ach, viel Erfolg beim Hinkommen. Ja, danke. Money, komm. Nein. Ich war doch so nah dran. Ich hab doch nur Munition. Warum hat er die Waffe gewechselt? Munition, nein, schieb mich nicht weg, du blöder Ochse! Nein! Oh Mensch, ich war so nah dran! Oh, wo kommen denn die Raketen her? Das ist meine vielleicht noch. Jetzt ein Bulle tot. Aber es werden weniger, eindeutig. Ja. Okay, die sollen sich mal ein bisschen zu euch verteilen. Ich bleib dabei noch ein bisschen liegen. Ich ruhe mich mal kurz aus. Gute Nacht. Und ich bin wieder da. Danke. Mann. Ich hab hier noch relativ viel ausgemacht. Einer weniger. Auch ein Santa weniger. Das ist schön, wenn ich mit jedem Tod wenigstens noch eins von den Viechern mitnehme, habe ich ja schon was geleistet heute. Richtig. Und da flog der mal, okay. Da. Boom. Kanone voll in mich rein. Au. Haben wir's? Auf jeden Fall habe ich diesmal 3 Stück geschafft. Da läuft einer. Sehr gut. Puh, war's das dann? Das hört sich nicht gut an. Ja, den ruhe ich nachher eher nicht, ne? Ah, die rennen jetzt erst. Ja. Jeder Runde da. Und jetzt kommt die sind schon fertig mit ihrer Runde. Ja. Yeah. Die meisten. Das ist schon wieder so ein Riesenort, ne? Noch ist gut verteilt. Ah. Ich lass sie mal zu euch gehen. Ja, danke. Gerne. Ich nehme sie gern. So viele Hamster zu kuscheln. Yeah. Du musst aber anbauen, wenn du den irgendwo halten willst. Du brauchst einen verdammt großen Käfig. Und verdammt viel Geld. Ja. Ich hoffe, du bist gut versichert, wenn der mal ausbricht. Wie sie alle die Richtung gleichzeitig ändern und auf irgendwas oder irgendwen losstürmen. Ja, auf mich. Ich nehme an, du hast es verdient oder so.
Ja klar, ich immer auf die Kleinen. Ich glaube, du bist der Größte von uns allen. Ja, 1,83. Boah, du bist auf jeden Fall größer als ich. Ja, und deutlich größer als ich. Ich bin der Jüngste hier. Ja, und gleichzeitig der Größte, freut dich doch. Ja. Ja. Es hört nicht auf, wo seid ihr eigentlich? Ich renne nur noch hinter mir her. Ich war hinter dir. Oh. Das sind doch welche, die im Kreis laufen. Mhm. Wahnsinn. Ich treffe die Dinger nicht. Schön, wenn man einfach stehen bleiben kann. Ach, die Mechanismen sind schon da. Oh oh. Oh Gott. Oh ja, nimm's Messer. Im Nahkampf hast du gegen die, glaube ich, schlechte Karten. Ja. Ich schieße nur einmal eine Rakete auf dich, dann ist nichts mehr übrig außer ein grünen Fleck. Ich glaube, ich bin zu nah dran. Mhm. Gito. Au. Aber die Munition. Komm, stirb, stirb, stirb. Kurz vor der Munition werde ich getötet. Au. Verdammt, was habe ich gerade zerlegt? Ich nehme an, eine Rakete von denen. Das war definitiv eine Rakete von denen. So, vor als würde ich nur noch sterben. Wow! Ist das auch so? Ja, irgendwie schon. Yeah, wieder ein Bulle weniger und wieder ein Santa weniger. Jetzt brauchen wir einen neuen Timmy. Santa! Genau, wir brauchen einen neuen Timmy. Ich hab keine Kanonen mehr. Sterbt an meinen Raketen der Gnade. Ich sollte nicht hier reingehen. In einer von den Öffnungen ist glaube ich sogar ein Secret. Da ist glaube ich irgendwie ein Health Pack oder so. Nicht bei mir. Nicht da raus. Da. Okay, erstmal die kleinen erledigen, vielleicht. Ja, die dürften eigentlich schneller tot sein. Ja, eben. Die sind ja aber genauso nervig. Aber die Großen sind eine viel größere Gefahr. Die treffen dich einmal und bist tot. Die Kleinen können dich ruhig ein paar Mal treffen, ohne dass das passiert. Ja. Stirb endlich! Es ist erstaunlich, was die aushalten. 4 voll aufgeladene Kanonenkugeln. 5. 6. 7. 8. Und jetzt wieder rot. 9. 10 und er fällt nicht, okay. Jetzt hält mir einfach den Rücken zu. Wo war ich, bei 10 oder bei 11? Ich glaube 11. Jetzt sind wir auf jeden Fall mal mindestens bei 12, wenn nicht bei 13 und er lebt immer noch. Ich hänge fest. Ach, weil ich von Mechs umzingelt bin, gut zu wissen. Ich bin in den Granatwerfer, ich mach den jetzt mal die Hölle heiß hier. Wow, Dauerfeuer. Irgendwann mussten sie ja treffen. Ja. Au. Das kommt davon, wenn man so nah dran ist. Ich bin nur ein Stück hinter dir. Wow. Hey, Waffen und Kleinen sind schon mal weg. Und die Bullen rennen immer noch hier rum, ne? Sie interessieren schon gar nicht mehr. Nee. Ich frag mich, was die für einen Bug haben, dass die sowieso die ganze Zeit nur im Kreis laufen. Au. Sobald die Unverwundbarkeitszeit vorbei ist, ist es eigentlich schon wieder rum. Ich hab nichts mehr außer einen Raketenwerfer.
Transport, Munition, ich komme nicht dran. Immer auch die Musik einfach nicht mehr gescheit hört durch dieses ganze Geschieße. Ja gut, dann hast du deine Soundeffekte zu laut. Das ist ja auch der Grund, warum ich die Soundeffekte bei mir in den letzten Aufnahmen runtergedreht hatte. Damit man einfach die Musik richtig gut hören kann hier. Ja, bei mir ist einfach nur Baller, Zerstörung und bah. Also, mir ist es im Let's Play zwischendurch irgendwann ziemlich gegen Ende aufgefallen, wenn ich die Minigun auspacke, dann hört man gar nichts mehr außer der Minigun. Das ja, ist ja, so ist gerade bei mir. Ja, das ist ziemlich kacke. Deshalb, ja, Soundeffekte angepasst. Ja. Bei jeder anderen Waffe geht's eigentlich jetzt wieder, bei der Minigun ist es wirklich schlimm. Das stimmt hier gar nicht. Es ist nur noch ein Punkt, nee, es ist noch mindestens zwei. Das sind aber auch kein Ende. Verdammt, was hat mich gerade zerlegt? Meine Därme spritzen bei den Viechern zwischen den Beinen durch. So, jetzt gibt's Massaker. Gibt's ihn nicht schon die ganze Zeit? Raketenmassaker. Man müsste eigentlich mal vergleichen, wie viele Gegner haben wir getötet und wie oft sind wir im Vergleich dazu gestorben. Ich glaube, wenn man so zwei Leichenberge machen würde, dann wäre unserer wahrscheinlich nicht viel kleiner als der von den Gegnern. Nein. Munition. Boah, sterbe endlich. Au, ich wollte doch nur die Munition einsammeln, du blödes Vieh. Aber das Gute an der Sache hier ist, man braucht nicht zu zielen. Irgendwas trifft man automatisch. Ja. Munition, nein! Lass mich doch dahin. Komm. Ein Bulle weniger, zwei Bullen weniger, ein Sander weniger. Ein Bulle läuft noch, oder? Ja. Den wollte ich eigentlich gerade erschießen, aber dann hat mich so ein blöder Mech erschossen. Und noch dazu ein kleiner Mech. Das ist eigentlich schon peinlich. Ach, da wird so viel geschossen, das fällt gar nicht mehr auf. Nö. Letzter Bulle und tot. Ich kann nicht fassen, wie diese... Ja, einer weniger. Und da kommt noch mehr. Oh nein. So ein Pech, ne? Man könnte was meinen, die wollen uns aufhalten. Ach, Quatsch, wie kommst du denn da drauf? Die wollen doch nicht verschwinden, ja. Wollen doch nur Tee trinken. Achso, ja. Dann ist ja gut. Ja. Ach, deshalb auch die Laser, die machen damit den Tee heiß. Ne? Ja. Und deine Wassererwärmung. Aber wofür brauchen die Raketen? Die benutzen halt keinen Zucker. Okay. Das ist clever. Das ist... Verdammt, das war schlecht. Aber die Biomechs haben gerade perfekt gestanden. Vorne ein kleiner, hinten dran ein großer und der große schießt den kleinen die ganze Zeit in den Rücken. Du stirbst, verlass dich drauf. Es gäbe auch eine gute Lasershow hier, muss ich schon sagen. Vielleicht sollten wir ein bisschen mitmachen. Komm, wir packen alle mal dieses grüne Dingsenkirchen aus, den Laser, und schießen ein bisschen mit, oder? Ja. Für die Optik bestimmt sehr ansprechend. Mhm. Star Wars! Au, verdammt! Der wahre Krieg. Das war's mit der Lasershow.
Laser leer? Ja. Ah, bei mir ist noch. Das Geräusch vom Laser ist aber schon cool, muss ich sagen. Piu, 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 piu. Und dann geht's weiter los. Was geht wieder los? Die Lasershow. Ah. Ich bin noch mitten drin in der Lasershow. Au, ich bin gerade geplatzt. Oh, da ist aber noch einer geplatzt. Jo. Da war einer gelb, da war einer gelb. Wer ist hier gelb, wer ist hier gelb, wer ist hier gelb? Das ist gelb? Die Anzeige. Achso. Und da ist er tot. Du sollst sterben. Okay, ihr sollt alle sterben, aber du hast Priorität jetzt bei mir. Ja, wenn die alle so auf einem Haufen stehen, ist das ziemlich gut. Dann machen sie sich ziemlich gut gegenseitig fertig. Spielt schon wieder mit den Kanonen, ne? Ja. Nee, ich mag meinen Laser zu sehr. Kann ich nicht mehr erleben. Eine Kanone klappt halt besser. Ah, ja, große Waffe. Echte Männer schießen mit ihrem Laser. Verdammt, und sterben dabei. Dauernd. Haben wir die Verbindung noch? Ja. Okay? Er muss mal kurz weg. Ah, achso. Das habe ich gehört. Ich wusste, dass ich irgendwas gehört habe gerade. Ja. Verdammt, ich bin zu dumm, die Munition einsammeln. So, jetzt aber. Jetzt könnt ihr alle mal. Es sind nur noch zwei große, oder? Ja. Müsste doch eigentlich zu schaffen sein. Verdammt, die haben mich an die Wand gedrängt. Ich seh's. Das ist eine schlechte Idee. Oh, an der Wand zu stehen. Ja genau, ich treffe die ganze Zeit das Podest mit dem Leben. Super. Boah, sterbt doch. Meine Munition ist schon wieder leer. Ja, so. Einer ist tot. Oh, ist schon muss gelb. Jetzt, ich muss jetzt dann leider Schluss machen. Oh, das ist aber traurig. Ja, Familie halt. Ja, in dem Fall ist vielleicht nicht so schlimm, weil dann machen wir einfach ein andermal nochmal, ne? Ja, gerne. So, und gucken, wie es dann vor der Zeit her passt. Ja, das passt Fall mir schön, auch sehr gut. War auf jeden Fall schön, dass du da warst. Und hat Spaß gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ihr beiden nehmt jetzt noch auf, oder was? Noch ein bisschen auf, würde ich sagen. Ja. Nicht? Ich weiß ja, nicht, doch, klar. Wie spät haben wir denn jetzt hier? 8:30. Ach so. Ja, dann machen wir hier den Innenhof noch. Ne, den kriegen wir auch nicht mehr fertig, oder? Oder kriegen wir den noch fertig? Schauen wir mal. Da gucken wir ja mal. Und dann würden wir dann beim nächsten Mal nochmal beim Finale weitermachen, ne? Eben. Wird sich anbieten. Wie immer auch sei, ich muss jetzt leider. Tut mir leid, ich hab ein bisschen blöd in der Aufnahme, aber Familie. Ah, kein Problem. Ja. Okay, dann euch noch viel Spaß und. Sag mal gute Nacht. Jo, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Da waren es nur noch zwei. Richtig. Eieiei. Ah! Wird jetzt ein Drittel zu schwer oder so? Ja. Dadurch, dass wir ja keine zusätzliche Gegnerstärke pro Spieler eingestellt haben, dürfte sich ja von dem her nichts verändern. Aber wenn wir nur noch zu zweit sind... Jetzt länger dauern. Ja, also sie sammeln sich ja schon so ein klein bisschen, ne? Ja, ich habe hier schon so eine kleine Horde bei mir. Aber man kann es mit der Kanone noch ziemlich gut zerlegen, so wie vorhin. Ja. Oh. Ein paar kleine Schüsse und weg sind die Viecher. Richtig. Oh, ist ja schon fast leer hier. Und ich treffe den letzten einfach nicht. Bin ich schlecht.
problemlos. Danke. So, und jetzt noch eine Runde? Müsste, oder? Nö? Nö. Ja, dann ist das eigentlich an sich entweder ein guter Zeitpunkt aufzuhören oder wir machen es noch fertig. Eins von beiden. Wir können es mal versuchen. Versuchen ist eine schlechte Idee. Entweder durchziehen oder lassen. Ja, dann... Ich weiß nicht. Ich bin hin und her gerissen. Dann kannst du dir bis zum nächsten Mal überlegen, ob du weitermachen wolltest oder nicht. Genau. Nö, ich denke, das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, ja, aufzuhören. Also, war auch schön mit dir zu spielen. Und jo, danke. Wir machen das auf jeden Fall nochmal, ne? Ist ja klar. Ja, natürlich. Sicher doch. Dafür macht es viel zu viel Spaß. Ja, also wenn du noch irgendwas zum Abschied sagen willst, dann nur raus damit. Ich wüsste nicht was, auf die Schnelle. Ich bin kein großer Redner. Gut, dann, das war Serious Sam. Ich war euer Nixon. Ich war der Sidney. Genau. Und ich sag zumindest mal ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.